Aufsteiger erlebt. Ein Champions League-Fieber. Der klassische Uli Hoeneß. Unruhig, emotional, nervös und zum Schluss wahnsinnig stolz. Und ich muss ihm offen und ehrlich sagen, das hat mich genauso glücklich gemacht, wie Philipp Lahm, als er diesen Pokal hochgehalten hat. Ich bin sein Freund. Und Freundschaft zeigt sich gerade, wenn man bei Problemen zusammensteht und damit auch hilft. Aber wenn ich Sie hier jetzt so sehe, wie Sie gerade Uli Hoeneß, ich muss sagen, fast gehuldigt haben, dann habe ich den Eindruck, ich bin nicht alleine sein Freund. Der gesamte FC Bayern ist sein Freund. Und ich fand es immer auch ein großes Zeichen von Qualität, dass sich der gesamte FC Bayern durch Forderungen von außen nicht hat irritieren lassen. Das war auch ein wichtiges Zeichen für unsere Mannschaft, weil ich habe ja den einen oder anderen Spieler in dieser Phase erlebt, als es wirklich um alles ging, dass das für die Mannschaft ein Zeichen von Solidarität und Loyalität war, dass man eben auch in diesen schwierigen Zeiten zueinander steht und damit hilft und unterstützt. Ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich dafür bedanken. Ich finde das großartig. Und ich wünsche Uli Hoeneß, dass die Geschichte für ihn gut ausgeht. Vielen Dank. Ich persönlich möchte mich bei meinen Vorstandskollegen bedanken. Lieber Jan, lieber Andi, lieber Matthias, lieber Jörg. Unser ehemaliger Vizepräsident Hans Schiefle hat manchmal bei turbulenten Sitzungen, die wir auch hatten zu den Zeiten, als Franz oder Fritz noch Präsidenten waren, immer gesagt, ruhig bleiben, Jungs. Wir alle müssen dem FC Bayern dienen. Ich fand diese Worte immer passend und ich finde sie auch heute noch passend. Wir haben eine große Aufgabe hier gemeinsam zu meistern und zu erfüllen. Lasst sie uns gemeinsam angehen und damit wir am Ende des Tages noch oft das erleben, was wir heute Abend erleben, einen vollen Gabentisch, den wir alle nicht nur voller Staunen, sondern auch voller Glück und Stolz hier erleben dürfen. Ich darf mich bei euch für eure Leistung, aber auch für eure Loyalität sehr herzlich bedanken. Vielen Dank dafür. Zum Schluss, liebe Mitglieder, darf ich mich bei Ihnen persönlich bedanken. Bleiben Sie uns treu und seien Sie stolz auf unseren FC Bayern. Danke für Ihr Vertrauen, für Ihre Geduld und für Ihre große Unterstützung. Vielen Dank. Lieber Karl-Heinz, ich bin überwältigt. Aber nicht nur von deiner Rede, sondern von der Reaktion unserer, meiner Mitglieder. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Karl-Heinz, für deinen großartigen Bericht. Was du hier berichten konntest, war ja einmalig. Aber es hat auch mit ihm zu tun. Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender macht einen super Job. Im Verein, sondern ich würde sagen, auf Funktionärsebene der erste Mann aller Vereine in Europa. Wenn man Sitzungen der ECA, also der Organisation der Vereine in Europa beiwohnt oder Einladungen, dann merkt man, mit welchem Respekt Karl-Heinz behandelt wird und dass er zu Recht Vorsitzender dieser Gruppe ist. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, einen Vertrag ab 1. Januar um 3 Jahre zu verlängern. So. Darf ich jetzt Jan Dresen um die Zahlen bitten? Und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, Sie sind gigantisch.